Es herrscht Krieg. Leben, wie wir es kennen, ist hier kaum möglich. Somalia am Horn von Afrika ist ein gescheiterter Staat. Kaum ein Journalist wagt, das Land zu betreten. Ich bin in einem Hotel in Mogadischu. Von hier aus sieht die Hauptstadt Somalias friedlich aus. Ausgestattet mit kugelsicherer Weste und einer kleinen Videokamera trete ich die wohl gefährlichste Reise meines Lebens an. Eine Reise durch ein Land voll Tod, Zerstörung und Hoffnungslosigkeit. Die Visitenkarten von Journalisten, die einmal hier waren, und die belegten Schlüsselfächer verunsichern mich. Im Hotel Shamu, wo es einst von Geschäftsleuten und Journalisten wimmelte, bin ich der einzige Gast. Der Hotelbesitzer, Ibrahim Shamu, zeigt mir die leeren Zimmer und die Einschusslöcher in den Wänden. Keine Angst, meint Ibrahim. Ich soll ein Zimmer im Hinterhof bekommen, aber auch hier frische Einschusslöcher. Ist das heute passiert? Ja, heute früh. So gegen 5:30. Ein somalischer Kollege und 4 Leibwächter. Sie werden mich in den nächsten Wochen auf Schritt und Tritt begleiten. Gleich am ersten Tag fahren wir Richtung Front im Süden Mogadischus. Nach dem Sturz des Diktators Siad Barre 1991 haben etliche Regierungen vergeblich versucht, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Seit 2007 verloren hier 19.000 Menschen ihr Leben. Es herrscht Bürgerkrieg zwischen der sogenannten provisorischen Regierung und der radikal-islamischen Gruppierung Al-Shabaab, übersetzt die Jugend. Meine Begleiter wollen mich möglichst sanft in den Alltag von Mogadischu einführen, aber die Realität holt uns schnell ein. Wenige Minuten vor unserer Ankunft wurden in einem Gefecht zwischen den Regierungstruppen und der Al-Shabaab 3 Islamisten getötet. Obwohl solche Szenen hier an der Tagesordnung sind, werden die Toten von Schaulustigen eifrig fotografiert. In der Nähe das Ministerium für Innere Sicherheit. Wir können gleich mit dem Minister Yusuf Mohammed Siad sprechen. Er ist kürzlich von der Al-Shabaab zur Regierung übergelaufen. Wir wurden heute Morgen von der Al-Shabaab angegriffen, was nichts Neues ist. Wir haben auf sie gewartet und kräftig zurückgeschossen. Das Ganze dauerte etwa eine halbe Stunde, dann war Ruhe. Wir haben 3 von denen getötet. Die Verletzten wurden inzwischen abtransportiert. Wir selbst haben einige Leichtverletzte, die im Krankenhaus sind. Vor ein paar Wochen wurden wir hier so heftig angegriffen, dass wir unsere Stellung nicht halten konnten. Vor 3 Tagen haben wir dann eine große Offensive gestartet und die Al-Shabaab wieder weggejagt. Ja, so sieht es aus hier. Traurig ist, dass Somalier Somalier töten. Graffiti als Hinterlassenschaft der Islamisten. Die Al-Shabaab ist die Zukunft Somalias. Bei den Transitional Government Forces, den Truppen der provisorischen Regierung, fehlt es an allem. Die Soldaten, unter ihnen auch Frauen, haben weder einheitliche Uniformen noch Waffen. Alles ist zusammengewürfelt und improvisiert. Einige bringen sogar ihre eigenen Waffen mit. Seltsamerweise fehlt es nicht an Munition. Bei der kleinsten Provokation wird losgeschossen. Der Großteil der Munition stammt aus Südkorea. Wer dafür bezahlt, ist unklar. Mal heißt es die USA, dann wieder Russland. Vorbereitung für eine Patrouille durch die Stadt. Auf unser Bitten und Drängen erlaubt uns der Minister schließlich, seine Männer zu begleiten. Während der Fahrt merken wir, dass es in den Reihen der Regierungstruppen nicht nur Frauen gibt, sondern auch Kinder. Es gab vorab keine Besprechung. Das Ziel des Einsatzes ist weder uns noch den Soldaten klar.
Einige glauben, einen Gefangenentransport zu begleiten. Andere sind überzeugt davon, dass sie Razzien durchführen sollen auf der Suche nach illegalen Waffen und Munition. Bei einem Zwischenstopp an einem Polizeistützpunkt nutzen wir die Chance, mit einem der Kindersoldaten ins Gespräch zu kommen. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Was machst du denn mit einer Waffe hier? Ja, ich bin Teil dieser Einheit. Ich sammle Waffen von der Straße. Wie lange bist du schon dabei? Seit 2 Jahren. Hast du schon einmal jemanden getötet? Ja klar, einen von der Al-Shabaab. Ein Bürgerkrieg, der Kinder zu Killern macht. Die von Soldaten und Polizei gemeinsam durchgeführten Kontrollen haben eher symbolischen Charakter. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen in dem Teil Mogadischus, der noch von der Regierung kontrolliert wird. Im Minutentakt bringen Kleinbusse neue Flüchtlinge. Unter ihnen sind oft auch Kämpfer der Al-Shabaab, die versuchen, in diesen Stadtteil zu gelangen. Plötzlich stoppen die Soldaten die Durchsuchung. 2 von ihnen steigen in unser Auto und befehlen uns, dem Polizeiwagen zu folgen. Als wir schließlich am Hauptquartier ankommen, erfahre ich, dass wir zur Abschlussfeier der Polizeischule eingeladen sind. Der ganze Polizei- und Militärstab Somalias ist anwesend. Jeder, der Rang und Namen hat, darf ans Mikrofon. Der Oberbefehlshaber der Regierungstruppen, General Magdi Bashir, lobt die Polizei für ihren Einsatz, um Ruhe und Ordnung auf die Straßen von Mogadischu zu bringen. Die Stimmung ist heiter und aufgekratzt. Die Polizeikapelle spielt ein Ständchen. Anschließend werde ich dazu eingeladen, das größte Polizeirevier Mogadischus zu besichtigen. Ausnahmsweise darf ich die Gefängniszellen im Innenhof filmen und sogar mit einem Gefangenen sprechen. Der 17-jährige Junge erzählt, er stamme aus dem nahegelegenen Dorf Gira. Dort hätten Führer der extremistischen Al-Shabaab ihn gedrängt, sich dem Kampf gegen die Ungläubigen anzuschließen. Direkt nach seiner Ankunft in Mogadischu wurde er festgenommen. Wiederholt bittet er um Verzeihung, das Ganze tue ihm sehr leid. Seit 2 Wochen sitzt er völlig isoliert in dieser verdreckten Zelle. Mohamed Al-Bari ist der Polizeichef von Mogadischu. Wir sind für die Sicherheit in Mogadischu verantwortlich. Aber die Sicherheit ist auch unser größtes Problem. Sie sehen doch, wie die Lage ist. Wir werden täglich von der Al-Shabaab angegriffen. Wir müssen nicht nur uns schützen, sondern auch für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Außerdem haben wir es auch noch mit vielen Kriminellen zu tun. Uns fehlt es an allen Ecken und Enden. Wir sind einfach unterbesetzt. Wir geben unser Bestes und ich hoffe, dass es irgendwann mal besser wird. Wenn überhaupt etwas von einem normalen Leben in Somalia übrig geblieben ist, dann auf dem Markt, direkt neben dem Polizeirevier. Für mich ist dieser Rundgang nur in Begleitung meiner Leibwächter möglich. Und der Polizeichef hat mir die Auflage gemacht, mich von 2 seiner Männer begleiten zu lassen. Filmen darf ich die beiden nicht. Auf dem Markt gibt es nur Obst, Gemüse und Fleisch. Es fehlen Getreide und Hülsenfrüchte. Wegen des Bürgerkriegs kann beides schlecht angebaut werden, weil sie größere Anbauflächen und Wasser benötigen. Laut Vereinten Nationen leiden etwa die Hälfte der knapp 10 Millionen Somalier an Hunger.
Wie in vielen Entwicklungsländern werden auch hier alle auf dem Land produzierten Güter zum Verkauf in die Großstädte gebracht. Es gibt hier gleich nebenan auch einen Waffenmarkt. Aber den darf ich nicht führen. Hier kann man problemlos Kalaschnikows für 100 bis 400 Dollar kaufen. Außerdem im Angebot Granaten, Raketenwerfer, kugelsichere Westen, Helme, Munition und Militäruniformen aus aller Herren Länder. Außerhalb des Marktviertels gleicht Mogadischu einer Geisterstadt. Seit über 19 Jahren herrscht Bürgerkrieg. Und er hat überall seine Spuren hinterlassen. Längs der großen Straßen stehen nur zerschossene Häuser. Hunderttausende Bewohner haben die Stadt verlassen. Geblieben sind die Armen und die Schwachen. Hinzugekommen sind jene, die auf dem Land alles verloren haben, erzählt mir der Journalist Ajus Sanura. Das hier war das Hotel Europa. Eines der besten Hotels in Somalia. Menschen aus aller Welt wohnten hier. Geschäftsleute, Touristen und so weiter. Das Viertel Chingane da vorne war ein Paradies. Und heute? Nach 91 zerstört? Ja, nach 1991. Sie können sich nicht vorstellen, wie wunderschön diese Gegend früher war. Da drüben war übrigens die Bank von Somalia. Heute bietet die Ruine Flüchtlingen aus den umliegenden Dörfern Unterschlupf. Wegen des Krieges können sie ihre Felder nicht bearbeiten. Da sie kein Geld haben, um in die Nachbarländer zu flüchten, kommen sie hierher und hoffen, dass sie in der Großstadt zumindest nicht verhungern. Diese junge Frau erzählt uns, dass sie vor 2 Monaten mit ihrem Mann und den 3 Kindern gekommen ist. Sie leben von dem, was ihr Mann als Gelegenheitsarbeiter im Hafen verdient und den Lebensmitteln, die die Regierung sporadisch verteilt. Mehr will sie nicht sagen. Warum auch? Wir kämen her, machten unsere Bilder und gingen wieder, aber ihre Probleme blieben. Unmittelbar in der Nähe, direkt am Meer. Einige junge Männer haben 3 Seeschildkröten gefangen, die zum Eierlegen an den Strand gekommen waren. Ihr Angebot, 60 Dollar pro Tier, lehne ich dankend ab. Die Schildkröten werden sie am nächsten Tag schlachten. Davor aber müssen die Tiere weiterleiden. Viele Somalier, vor allem die Flüchtlinge, sind abhängig von den Getreidelieferungen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Oft sind die Rationen nicht ausreichend, um die ganze Familie zu ernähren. Und so bleibt ihnen nur noch der Fischfang als zusätzliche Nahrungsquelle. Die Nachricht von der Ankunft eines Schiffes voller Lebensmittel verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Mogadischu. Solche Anblicke könnten in Zukunft seltener werden, falls das Welternährungsprogramm die nötigen 200 Millionen Dollar nicht bekommt, um Getreide zu kaufen. Außerdem haben die USA Sanktionen für Hilfen an Somalia verhängt, weil die in die Hände von Terroristen fallen könnten. Knapp 300.000 Kinder leiden an chronischer Unterernährung. Fast alle der Nahrungsmittel erreichen Somalia über den Seeweg. Wegen der Gefahr von Piratenangriffen müssen die Frachter von der Marine europäischer Länder begleitet werden. Nun will die provisorische Regierung der Piraterie ein Ende setzen und baut dafür ihre eigene Marine auf. Eine schwierige Aufgabe, denn diese Marine verfügt weder über Schiffe noch über Waffen. Die rund 500 neuen Rekruten bekommen 60 Dollar im Monat und verbringen den Großteil ihrer Zeit damit, auf und ab zu marschieren. Wir fragen den Admiral ohne Flotte, Farah Ahmed Omar,
wie er die gut ausgerüsteten Piraten besiegen will. Diese Kriminellen besitzen keine modernen Waffen und dergleichen. Lediglich einige AK-47 und ein paar Fischerboote. Als Somalier fällt es mir schwer zuzugeben, dass die Piraterie ein großes Problem ist. Ich schäme mich dafür. Im Namen der Regierung versichere ich Ihnen, dass ich dieses Problem binnen eines Jahres in den Griff bekomme. Natürlich erwarte ich, dass die internationale Gemeinschaft mich mit Waffen und Geldern unterstützt. Das muss doch in Ihrem Interesse sein. Das Treiben am Ufer sieht eher nach Beschäftigungstherapie aus. Eine ernsthafte Gefahr für die Piraten geht von dieser Truppe wohl nicht aus. Zwei Tage später. Nach komplizierten Verhandlungen erklärt sich die Führung der Al-Shabaab bereit, mich zu treffen. Sie stellt Bedingungen. Zwei einheimische Journalisten ihrer Wahl sollen mich begleiten. Und ich darf keine Videokamera mitbringen. Ich könnte aber mit meinem Mobiltelefon filmen. Eine seltsame Logik. Wir geraten mitten in ein heftiges Gefecht zwischen Regierungstruppen und der Al-Shabaab. Fast täglich greifen die Kämpfer der Al-Shabaab Stellungen der regulären Armee an. Die Islamisten kontrollieren fast 90% Mogadischus. Sie wollen die von der UN unterstützte provisorische Regierung stürzen und das Land nach der Scharia, der islamischen Rechtsordnung, regieren. Schätzungsweise 7000 Kämpfer hat die Al-Shabaab, darunter auch Ausländer aus Jemen, Sudan, Pakistan, Saudi-Arabien und sogar den USA. Angeblich erhalten die Kämpfer $150 pro Monat. Dieser Vermummte stammt aus Marokko. Wir werden bis zum Märtyrertod kämpfen. Dieses Land ist vom Weg abgekommen. Präsident Sharif hat es an den Westen verkauft. Wir sind Muslime und kämpfen für den Islam. Wir wissen, dass die internationale Gemeinschaft uns hasst. Wir glauben an die Scharia und wir unterdrücken das Volk nicht. Und weil es so ist, glauben wir, wissen wir, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir hier die Macht übernehmen. Das ist unsere Bestimmung. Allah ist der Größte. Die Al-Shabaab gilt als besonders gut organisierte Gruppe mit engen Kontakten zu Al-Qaida. Ihre Videobotschaften an die Welt sind professionell gestaltet. In diesem Propagandavideo ruft Mansour al-Amriki, ein Amerikaner aus Daphne, Alabama, alle Muslime dazu auf, sich dem Glaubenskrieg in Somalia anzuschließen. Insbesondere preist er den Märtyrertod eines gewissen Sheikh Omar. Wir brauchen mehr Brüder wie ihn. Ermutigt eure Kinder, Nachbarn und alle anderen, hierher zu kommen. Das wäre eine große Unterstützung für uns. Laut FBI sind rund 20 Amerikaner aus Minnesota Mansours Aufruf gefolgt und nach Somalia gereist. Der Großteil der Kämpfer sind jedoch junge Somalier, die sich aus Geldnot oder auf Druck der lokalen Mullahs der Al-Shabaab angeschlossen haben. Kanonenfutter, meist ohne Ausbildung. Wir geraten in eine Gegenoffensive der Regierungstruppen. Vor unseren Augen wird ein fliehender Kämpfer niedergeschossen und mehrere verletzt. Auch Zivilisten werden getroffen. Nach einem mehrstündigen Schusswechsel laden die Islamisten nur ihre eigenen Toten und Verletzten auf Jeeps. Es geht zum Krankenhaus im Regierungsviertel. Um nicht erkannt zu werden, legen die Kämpfer schon während der Fahrt die schwarz-weiß gestreiften Al-Shabaab-Halstücher ab. Das Madina-Krankenhaus wird immer wieder von der Al-Shabaab angegriffen, nur weil es vom Internationalen Roten Kreuz, einer westlichen Organisation, unterstützt wird. Die tägliche Schlange vor der Aufnahmestation. Die überwiegende Anzahl der Patienten sind Frauen und Kinder. Die sechs Ärzte sind völlig überlastet.
Es herrscht eine ständige Knappheit an Medikamenten und ganz besonders fehlen Blutkonserven, sagt Chefarzt Dr. Mohammad Yusuf. Heute geht es verhältnismäßig ruhig zu. Wir haben nur 21 Schwerverletzte. Normalerweise haben wir hier am Tag so 96 bis 120 kritische Fälle. Wir sind völlig erschöpft. Häufig stehen wir 24 Stunden im OP. Dies ist gang und gäbe hier. Trotz allem, so Dr. Yusuf, hätten seine Patienten gute Überlebenschancen. Besorgt ist er jedoch um die Gesundheit seines Krankenhauspersonals. Nicht selten werden er und seine Angestellten auf dem Weg zur Arbeit von der Al-Shabaab angegriffen. Vor kurzem verfolgten sie mich, überholten mein Auto und blockierten den Weg. Vier Männer stiegen aus und fingen an zu schießen. Es war klar, dass sie mich töten wollten. Ich bin ihnen ausgewichen und raste davon. Einer meiner Mitarbeiter auf dem Beifahrersitz wurde verletzt. Seitdem wohne ich hier in meinem Büro im Krankenhaus. Dr. Yusuf bleibt, aber die meisten fliehen. Das tägliche Chaos hier hat eine Vorgeschichte. 2006 marschierte das äthiopische Militär in Somalia ein und stürzte die damalige radikal-islamische Regierung. Mit dem Rückzug der Äthiopier Anfang 2009 wurde Sheikh Sharif Ahmed von der UN als Präsident einer provisorischen Regierung ernannt. Seitdem eskaliert die Gewalt. Fast eine halbe Million Somalier haben das Land bereits verlassen. Weitere 1,6 Millionen gelten als Binnenvertriebene. Immer mehr suchen Asyl in Djibouti, Äthiopien oder in Hargeisa, der Hauptstadt des autonomen Somaliland. Der Weg nach Hargeisa im Norden ist gefährlich. Die Flüchtlinge müssen quer durch islamistische Hochburgen wie Beledweyne. Nicht selten werden hier junge Männer gezwungen, sich der Al-Shabaab anzuschließen. Eine Propagandaveranstaltung der Al-Shabaab. Zwei der Wortführerinnen erzählen uns, der Islam wäre die einzige Religion, die Frauen ehrt und ihnen Schutz gewährt. Die Scharia müsse im ganzen Land eingeführt werden. Mit solchen und anderen Parolen heizt ein Redner nach dem anderen die Stimmung an. Besonders die Einmischung ausländischer Kräfte in Somalia wird angeprangert. Gemeint sind die USA und der verhasste Nachbar Äthiopien. In den darauffolgenden Tagen überquert eine Einheit des äthiopischen Militärs die Grenze und nimmt gemeinsam mit somalischen Regierungstruppen Beledweyne ein. Kampflos zieht sich die Al-Shabaab aus der Stadt zurück. Nach uralter Guerillataktik formieren sich die Islamisten an der Stadtgrenze neu für den Gegenangriff. Nur mit Kalaschnikows und ein paar Großkalibermaschinengewehren wollen sie gegen eine gut ausgerüstete Armee antreten. Auch in den Reihen der Al-Shabaab kämpfen Kinder, wie der 13-jährige Weise Mesan. Nieder mit Bush, ruft er voll Hochmut. Offenbar ist die Nachricht über den Machtwechsel in Washington nicht zu ihm durchgedrungen. Gott ist groß. Wenn er will, wird der Sieg unser sein, ruft er zum Schluss. Ein letztes Gebet vor dem Gefecht. Viele der Kämpfer erwarten, dass sie diesen Tag nicht überleben werden. Als Märtyrer zu sterben, halten sie für eine Ehre. Kurz nach dem Mittagsgebet beginnt die Gegenoffensive. Rund 300 Islamisten umzingeln Beledweyne. Offenbar haben die Regierungstruppen den Gegenangriff erwartet und in den Vororten Stellung bezogen. Nun schießen sie zurück. Trotz der heftigen Gefechte gibt es auf beiden Seiten zunächst kaum Verletzte oder Tote.
Überraschenderweise ist weit und breit kein äthiopischer Soldat in Sicht. Wie wir erfahren, hat sich die äthiopische Armee schon vor 2 Tagen zurückgezogen und die Stadt den somalischen Truppen überlassen. Die Kämpfe toben weiter, doch es wird schnell klar, dass sich die Regierungssoldaten gegen die fanatischen Al-Shabaab-Kämpfer nicht behaupten können. Sie müssen eine Stellung nach der anderen aufgeben und können den Vormarsch der Islamisten in Richtung Stadtmitte nicht verhindern. Dann zeigt sich die ganze Brutalität der Al-Shabaab. Obwohl die Regierungssoldaten längst geflohen sind, sprengen sie ein Benzinlager in die Luft und setzen einen ohnehin zerstörten Panzer in Brand. Sie schießen wahllos um sich. Die selbsternannten Gotteskrieger steigern sich in eine Orgie der Gewalt. Ihre Opfer sind Zivilisten, die die Shabaab jahrelang und bedingungslos unterstützt haben. Die Bilanz der 6-stündigen Schießerei: 33 tote Zivilisten und etliche Verletzte. Die 4 gefallenen Al-Shabaab-Kämpfer dürfen wir nicht filmen. Die Anzahl der toten Regierungssoldaten wird auf 32 geschätzt. Wir wollen mit einigen der jungen Kämpfer sprechen, werden aber von einem vermummten Mann rüde abgewiesen. Stattdessen will einer der Führer unbedingt ein Statement abgeben. Dies ist das 3. Mal, dass uns die Äthiopier zusammen mit den Regierungstruppen überfallen haben. Sie werden offenbar von den Amerikanern unter Druck gesetzt, hierher zu kommen. Somalia ist ein islamisches Land und wir wollen nach unseren eigenen Gesetzen leben. Sie haben doch gesehen, was passiert, wenn sich irgendwelche Fremde in unsere Angelegenheiten einmischen. Die jungen Fußsoldaten verstehen nichts von hoher Politik. Für sie zählt einfach nur, ihre Waffen für das nächste Gefecht in Stand zu halten. Weil wir da sind, lassen sich die Islamisten die Chance nicht entgehen, ein wenig Propaganda zu betreiben. Sie zeigen uns Drogen und Alkohol, die angeblich von den Ungläubigen, also den Äthiopiern, hinterlassen wurden. Sie halten eine der Flaschen hoch, um auf das Herkunftsland Äthiopien hinzuweisen. Das Teufelszeug soll vernichtet werden. Bevor wir Somalia verlassen, werden wir Zeugen einer unglaublichen Szene. Einige Somalier feuern auf einen toten, zur Schau gestellten Regierungssoldaten. Menschenwürde ist hier ein Fremdwort. Am Abend überquere ich die Grenze nahe Hargeisa und fahre nach Djibouti. Von hier aus wollen die USA verhindern, dass sich der Terrorismus in Somalia über die Landesgrenze ausbreitet. Es ist eine Strategie der Eindämmung. Das Camp Le Monnier ist die einzige US-Militärbasis in Schwarzafrika. Die rund 2000 Soldaten sollen hier für zivile Projekte in den Nachbarländern eingesetzt werden, heißt es offiziell. Inzwischen ist es jedoch ein offenes Geheimnis, dass die Amerikaner in Djibouti sind, um den wachsenden Einfluss von Terrorgruppen wie Al-Qaida in der Region zurückzudrängen. Experten bezeichnen Amerikas Engagement in Afrika als 3. Front neben Afghanistan und Irak. Der US-Kommandeur am Horn von Afrika, Konteradmiral Anthony M. Coeter, sieht das pragmatischer. Wir sind hier, um radikalen Extremismus zu bekämpfen. Wie Sie wissen, ist das ein großes Problem hier in Ostafrika. Wir mischen uns nicht direkt ein, sondern bieten unseren Partnerländern die Zusammenarbeit an. Wir helfen ihnen beim Aufbau ihres Sicherheitssystems, damit sie sich bei Angriffen selbst helfen können, ohne die Beteiligung von internationalen Streitkräften. Zusammengefasst ist das unsere Mission in Ostafrika. Das Einigeln in der Basis mit allem Komfort, Fitnesscenter, Internet, Café und mehr, das hat einen Grund in der Vergangenheit, die vielen hier noch sehr im Bewusstsein ist. 1993 wurden beim UN-Einsatz in Somalia 2 amerikanische Black Hawk-Hubschrauber abgeschossen. Die Fernsehbilder eines toten US-Piloten, der von einer aufgebrachten Menge durch die Straßen von Mogadischu geschleift wurde, haben sich in die amerikanische Psyche eingebrannt. Deshalb
überlässt die US-Regierung den aktiven Kampf lieber den Afrikanern selbst. Sie sind hier, weil sie in diesen Stellvertreterkriegen für die notwendige Ausbildung sorgen sollen. Und wohl auch für die Waffen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. In erster Linie sind wir hier wegen Al-Qaida. Es ist ja bekannt, dass sie vor Afghanistan im Sudan aktiv war und danach auch im Irak und Pakistan. Nachdem der Druck dort größer geworden ist, hat die Al-Qaida in Jemen und Somalia Unterschlupf gefunden. Die beiden Regierungen haben ja allerhand mit Extremismus zu tun. Somalia gilt inzwischen international als ein gescheiterter Staat. Wir sind besorgt, dass das Land zunehmend zum Rückzugsgebiet für radikale Gruppierungen wird. Ich begleite Sergeant Wayne Tigadin auf einer Tour in einige Dörfer an der somalischen Grenze. Tigadin und sein Team haben die Aufgabe, Entwicklungshilfeprojekte in Djibouti durchzuführen. Es ist ein kleines, armes Land mit rund 800.000 Einwohnern. Die Haupteinnahmequelle ist die Pacht, die die Amerikaner und Franzosen für ihre Stützpunkte bezahlen. Die Amerikaner sind hier sehr willkommen und haben absolute Bewegungsfreiheit. Erster Halt, Aliyun. Offiziell ein Dorf, aber nichts weiter als eine Ansammlung einiger Lehmhütten. Zur Begrüßung beschenkt Sergeant Tigadin den Dorfältesten mit Kisten voller Schulmaterialien. Natürlich mit dem Hinweis, dass die Scheren keinesfalls in die Hände von Kleinkindern fallen sollten. Tigadin erkundigt sich nach den Bedürfnissen der Dörfler. Die Soldaten streicheln Ziegen und machen Smalltalk. Was sich hier abspielt, ist die Bilderbuchumsetzung von Teilen der neuen Afrikapolitik Amerikas. Die sogenannte Hearts and Minds-Strategie. Die Menschen sollen durch Gesten der Wohltätigkeit für den Antiterrorkampf gewonnen werden. Auf dem Weg zum nächsten Dorf erzählt Tigadin, sein Team soll nur den Menschen helfen. In Wirklichkeit geht es aber auch um etwas anderes. Kaum in Gal angekommen, wird der US-Sergeant vom Dorfältesten informiert, dass in der letzten Nacht mehrere bewaffnete Somalier in der Gegend gesehen wurden. Dann bittet der alte Mann um Geld. Seine Frau liegt schwer krank in einer Klinik in Djibouti und er kann ihre Behandlung nicht bezahlen. Tigadin verspricht sofort Hilfe. Als die Soldaten die Kisten mit Schulmaterial heranschleppen, lockt allein der Anblick Scharen von Kindern in den Hof. Sie müssen sich mit neuen Freundschaften zufrieden geben. Der Dorfälteste ist heute nicht in der Stimmung, die Geschenke zu verteilen. Amerika tut Gutes und sammelt damit nebenbei wertvolle Informationen über die Feindlage. So ist es auch am späten Nachmittag in Duda, dem sechsten Halt unserer Dorftour. Diesmal wird der 80-jährige Dorfälteste mit einem neuen Bett beschenkt. Tigadin informiert den alten Mann, dass er in den nächsten Tagen zum Militärkrankenhaus gebracht würde, um seinen grauen Star operieren zu lassen. Sie sagen uns, wie es ihnen geht, wie die Zustände in ihrem Dorf sind, ob sie genug Wasser haben und so weiter. Hauptsächlich sind es irgendwelche Beschwerden, all die unerfreulichen Sachen, die so passieren. Außerdem passen sie sehr gut auf, was in ihrem Gebiet passiert und berichten uns, wenn irgendwelche Fremde dort auftauchen. So würde man uns zum Beispiel sagen, wenn vor zwei Nächten eine Gruppe von 30 Männern hier vorbeigekommen wäre.
Von hier aus sind es nur 2 Kilometer bis zur somalischen Grenze. Alle paar Minuten fahren vollbeladene Autos an uns vorbei. Am Übergang selbst gilt absolutes Drehverbot. Wir wissen nicht, wie genau kontrolliert wird. Sind das Flüchtlinge? Die Autos kommen jedenfalls aus Somalia. Woher wissen Sie das? Dies hier ist die Hauptverbindungsstraße nach Somalia und Sie sehen ja, wie die vollbeladenen Autos hin und her fahren. So werden die Somalier hier ins Land gebracht. Könnten Terroristen unter Ihnen sein? Sie müssen durch eine Polizeikontrolle und zusätzlich, genau wie wir, durch Kontrollpunkte des einheimischen Militärs. Und da drüben werden Sie auch gerade wieder kontrolliert. Wir haben damit nichts zu tun. Es ist Sache der Regierung, des Militärs und der Polizei, festzustellen, ob darunter Terroristen sind oder nicht. Eine Überraschung erwartet mich am nächsten Morgen. Das 1. Bataillon der 65. Infanteriebrigade hat sich bereit erklärt, mich nach Uganda mitzunehmen. Ein Teil der Einheit ist bereits dort, um das ugandische Militär fortzubilden. Am frühen Morgen starten wir in einem Herkules-Transportflugzeug der US-Luftwaffe nach Entebbe. Der Flug, der normalerweise 2 Stunden in Anspruch nimmt, wird heute wesentlich länger dauern. Statt der direkten Route über Äthiopien fliegen wir über Somalia. Und das nur, um ein paar Ansichtsbilder zu knipsen, meint einer der Soldaten ironisch. Plötzlich taucht ein Sea Stallion-Hubschrauber der Marines hinter unserer Maschine auf. Der Pilot, der auf Beobachtungsmission ist, hat sich mit dem Treibstoff verschätzt und benötigt dringend Sprit. Das Tanken in der Luft gestaltet sich bei extrem starkem Wind sehr schwierig. Immer wieder versucht der Hubschrauberpilot, den Tankschlauch in den Zapftrichter einzuführen. Ohne Erfolg. Beim nächsten Anlauf gerät der Rotor des Hubschraubers an den Trichter. Sofort wird die Aktion abgebrochen. Der Hubschrauber muss in den Bergen notlanden. Mehr als 1 Stunde kreisen wir in der Gegend, bis eine Rettungsmannschaft den Hubschrauber erreicht hat. Einst von Winston Churchill als die Perle Afrikas bezeichnet. Entebbe. Wir fahren dem berühmten Lake Victoria entlang. Wir sind auf dem Weg zur Kasenji-Militärschule, wo die Amerikaner mir einen weiteren Baustein ihrer neuen Afrika-Politik vorführen möchten. 27 US-Ausbilder unterrichten in Kasenji etwa 300 ugandische Soldaten in Terrorbekämpfung. Boom, boom. Sie ahmen Schüsse nach. Übungsmunition ist teuer. Aus einem Versteck greifen Ausbilder an. Obwohl es sich nur um eine Simulation handelt, nehmen die Männer aus Uganda das Kriegsspiel ziemlich ernst. Keiner von ihnen will einen Toten oder Verletzten spielen. Und schon gar nicht die Rolle eines Sanitäters. Eine Zwischenbilanz in der Pause. Die Trainer sind im Großen und Ganzen zufrieden. Einziger Kritikpunkt: das ständige Klopfen auf die Gewehre muss aufhören. Das verrät dem Feind die eigene Stellung. In der nächsten Trainingseinheit lernen die Soldaten, in welcher Formation sie sich beim Durchqueren unbekannter Gebiete bewegen sollen. Um solche Lehrgänge in afrikanischen Ländern durchzuführen, hat die US-Regierung inzwischen 560 Millionen Dollar freigegeben. Nach dem Mittagessen beginnt der theoretische Teil der Fortbildung. Im Mittelpunkt steht die Vorgehensweise bei der Durchsuchung eines Fahrzeugs. Die Soldaten verfügen über Englisch-Grundkenntnisse, doch oft haben sie Schwierigkeiten mit den amerikanischen Ausdrücken für verschiedene Teile eines Autos. Da hilft auch die Anwesenheit des Dolmetschers nicht. Der Ausbilder muss zum Stift greifen und das entsprechende Fahrzeugteil auf die Tafel malen.
Um absolut sicher zu gehen, dass die Männer den Unterricht verstanden haben, geht der Ausbilder durch die Reihen und fordert Einzelne auf, die Inhalte wiederzugeben. John Kolsa ist Sergeant der ugandischen Armee. Wie Sie wissen, ist Terrorismus ein großes Problem in unserer Region. Uns wird hier Terrorbekämpfung beigebracht. Wir lernen zum Beispiel, wie man Fahrzeuge durchsucht, Menschen abtastet und mit unterschiedlichen Methoden verhört. Es war ein umfangreiches Programm und wir haben viel gelernt. Der Lehrgang endet mit einer musikalischen Würdigung der Ausbilder. Danke für die Weisheit, die du uns geschenkt hast, singen die Soldaten auf Swahili. Jeder Trainer wird dabei namentlich genannt. Schon morgen werden einige der ugandischen Soldaten in Mogadischu sein, als Verstärkung für die Truppen der Afrikanischen Union, genannt EMISOM. Als ich wieder in Somalia lande, trifft auch gerade ein Flugzeug der Uganda Air mit 166 Soldaten an Bord in Mogadischu ein. Ich will die EMISOM bei der Arbeit beobachten. Aber mir wird die Drehgenehmigung kurzfristig wieder entzogen. Die Hauptaufgabe der 4.800 EMISOM-Soldaten aus Uganda und Burundi ist es, das Regierungsviertel im Süden der somalischen Hauptstadt zu schützen. Die 10.000 Regierungssoldaten sind dazu nicht in der Lage. Mein letzter Tag in Mogadischu verläuft ähnlich wie der erste. Unterwegs erhalten wir die Nachricht von einem heftigen Angriff der extremistischen Al-Shabaab auf das EMISOM-Hauptquartier in der Gegend des Flughafens. Wir sehen mehrere gepanzerte Fahrzeuge der Afrikanischen Union an uns vorbeirasen. Obwohl es verboten ist, entscheiden wir uns, einem der Fahrzeuge zu folgen. Nachdem der letzte EMISOM-Panzer weggefahren ist, verlassen meine Leibwächter das Auto, um festzustellen, ob ich hier ungefährdet filmen kann. Kurz danach, umringt von meinen vier Bewachern, überquere ich die Straße. Wieder einmal erwartet mich eine Szene des Grauens. Drei junge Al-Shabaab-Kämpfer. Es wird uns erzählt, dass es noch mehr Tote unter den Angreifern gab, aber sie hätten sie bei ihrem Rückzug mitgenommen. Aus vorbeifahrenden Autos wird immer wieder geschossen. Für mich eine der gefährlichsten Situationen bei meinem Aufenthalt in Somalia. Die Leichen werden abtransportiert. 1 Million Menschen haben ihr Leben im Bürgerkrieg verloren. Die Welt überlässt die Menschen hier weitgehend ihrem Schicksal und der Hoffnungslosigkeit in einem gescheiterten Staat. Eine Überraschung erwartet mich am nächsten Morgen. Das 1. Bataillon der 65. Infanteriebrigade hat sich bereit erklärt, mich nach Uganda mitzunehmen. Ein Teil der Einheit ist bereits dort, um das ugandische Militär fortzubilden. Am frühen Morgen starten wir in einem Herkules-Transportflugzeug der US-Luftwaffe nach Entebbe. Der Flug, der normalerweise 2 Stunden in Anspruch nimmt, wird heute wesentlich länger dauern. Statt der direkten Route über Äthiopien fliegen wir über Somalia. Und das nur, um ein paar Ansichtsbilder zu knipsen, meint einer der Soldaten ironisch. Plötzlich taucht ein Sea Stallion-Hubschrauber der Marines hinter unserer Maschine auf. Der Pilot, der auf Beobachtungsmission ist, hat sich mit dem Treibstoff verschätzt und benötigt dringend Sprit. Das Tanken in der Luft gestaltet sich bei extrem starkem Wind sehr schwierig. Immer wieder versucht der Hubschrauberpilot, den Tankschlauch in den Zapftrichter einzuführen. Ohne Erfolg. Beim nächsten Anlauf gerät der Rotor des Hubschraubers an den Trichter.
Sofort wird die Aktion abgebrochen. Der Hubschrauber muss in den Bergen notlanden. Mehr als eine Stunde kreisen wir in der Gegend, bis eine Rettungsmannschaft den Hubschrauber erreicht hat. Einst von Winston Churchill als die Perle Afrikas bezeichnet. Entebbe. Wir fahren dem berühmten Lake Victoria entlang. Wir sind auf dem Weg zur Kasenji-Militärschule, wo die Amerikaner mir einen weiteren Baustein ihrer neuen Afrika-Politik vorführen möchten. 27 US-Ausbilder unterrichten in Kasenji etwa 300 ugandische Soldaten in Terrorbekämpfung. Bum bum. Sie ahmen Schüsse nach. Übungsmunition ist teuer. Aus einem Versteck greifen Ausbilder an. Obwohl es sich nur um eine Simulation handelt, nehmen die Männer aus Uganda das Kriegsspiel ziemlich ernst. Keiner von ihnen will einen Toten oder Verletzten spielen. Und schon gar nicht die Rolle eines Sanitäters. Eine Zwischenbilanz in der Pause. Die Trainer sind im Großen und Ganzen zufrieden. Einziger Kritikpunkt: das ständige Klopfen auf die Gewehre muss aufhören. Kisten mit Schulmaterial heranschleppen lockt allein der Anblick Scharen von Kindern in den Hof. Sie müssen sich mit neuen Freundschaften zufrieden geben. Der Dorfälteste ist heute nicht in der Stimmung, die Geschenke zu verteilen. Amerika tut Gutes und sammelt damit nebenbei wertvolle Informationen über die Feindlage. So ist es auch am späten Nachmittag in Duda, dem sechsten Halt unserer Dorftour. Diesmal wird der 80-jährige Dorfälteste mit einem neuen Bett beschenkt. Tigardin informiert den alten Mann, dass er in den nächsten Tagen zum Militärkrankenhaus gebracht würde, um seinen grauen Star operieren zu lassen. Sie sagen uns, wie es ihnen geht, wie die Zustände in ihrem Dorf sind, ob sie genug Wasser haben und so weiter. Hauptsächlich sind es irgendwelche Beschwerden, all die unerfreulichen Sachen, die so passieren. Außerdem passen sie sehr gut auf, was in ihrem Gebiet passiert und berichten uns, wenn irgendwelche Fremde dort auftauchen. So würde man uns zum Beispiel sagen, wenn vor zwei Nächten eine Gruppe von 30 Männern hier vorbeigekommen wäre. Von hier aus sind es nur 2 Kilometer bis zur somalischen Grenze. Alle paar Minuten fahren vollbeladene Autos an uns vorbei. Am Übergang selbst gilt absolutes Drehverbot. Wir wissen nicht, wie genau kontrolliert wird. Sind das Flüchtlinge? Die Autos kommen jedenfalls aus Somalia. Woher wissen Sie das? Dies hier ist die Hauptverbindungsstraße nach Somalia und Sie sehen ja, wie die vollbeladenen Autos hin und her fahren. So werden die Somalier hier ins Land gebracht. Könnten Terroristen unter Ihnen sein? Sie müssen durch eine Polizeikontrolle und zusätzlich, genau wie wir, durch Kontrollpunkte des einheimischen Militärs. Und da drüben werden Sie auch gerade wieder kontrolliert. Wir haben damit nichts zu tun. Es ist Sache der Regierung, des Militärs und der Polizei, festzustellen, ob darunter Terroristen sind oder nicht. Eine Überraschung erwartet mich am nächsten Morgen. Das 1. Bataillon der 65. Infanteriebrigade hat sich bereit erklärt, mich nach Uganda mitzunehmen. Ein Teil der Einheit ist bereits dort, um das ugandische Militär fortzubilden. Am frühen Morgen starten wir in einem Herkules-Transportflugzeug der US-Luftwaffe nach Entebbe. Wir fangen Kontakten zu Al-Qaida. Ihre Videobotschaften an die Welt sind professionell gestaltet. In diesem Propagandavideo ruft Mansour al-Amriki, ein Amerikaner aus Daphne, Alabama, alle Muslime dazu auf, sich dem Glaubenskrieg in Somalia anzuschließen.
Insbesondere preist er den Märtyrertod eines gewissen Sheikh Omar. Wir brauchen mehr Brüder wie ihn. Ermutigt eure Kinder, Nachbarn und alle anderen, hierher zu kommen. Das wäre eine große Unterstützung für uns. Laut FBI sind rund 20 Amerikaner aus Minnesota Mansours Aufruf gefolgt und nach Somalia gereist. Der Großteil der Kämpfer sind jedoch junge Somalier, die sich aus Geldnot oder auf Druck der lokalen Mullahs der Al-Shabaab angeschlossen haben. Kanonenfutter, meist ohne Ausbildung. Wir geraten in eine Gegenoffensive der Regierungstruppen. Vor unseren Augen wird ein fliehender Kämpfer niedergeschossen und mehrere verletzt. Auch Zivilisten werden getroffen. Nach einem mehrstündigen Schusswechsel laden die Islamisten nur ihre eigenen Toten und Verletzten auf Jeeps. Es geht zum Krankenhaus im Regierungsviertel. Um nicht erkannt zu werden, legen die Kämpfer schon während der Fahrt die schwarz-weiß gestreiften Al-Shabaab-Halstücher ab. Das Madina-Krankenhaus wird immer wieder von der Al-Shabaab angegriffen, nur weil es vom Internationalen Roten Kreuz, einer westlichen Organisation, unterstützt wird. Die tägliche Schlange vor der Aufnahmestation. Die überwiegende Anzahl der Patienten sind Frauen und Kinder. Die 6 Ärzte sind völlig überlastet. Es herrscht eine ständige Knappheit an Medikamenten und ganz besonders fehlen Blutkonserven, sagt Chefarzt Dr. Mohammad Yusuf. Heute geht es verhältnismäßig ruhig zu. Wir haben nur 21 Schwerverletzte. Normalerweise haben wir hier am Tag so 96 bis 120 kritische Fälle. Wir sind völlig erschöpft. Häufig stehen wir 24 Stunden im OP. Dies ist gang und gäbe hier. Trotz allem, so Dr. Yusuf, hätten seine Patienten gute Überlebenschancen. Besorgt ist er jedoch um die Gesundheit seines Krankenhauspersonals. Nicht selten werden er und seine Angestellten auf dem Weg zur Arbeit von der Al-Shabaab angegriffen. Vor kurzem verfolgten sie mich, überholten mein Auto und blockierten den Weg. 4 Männer stiegen aus und 1993 wurden beim UN-Einsatz in Somalia 2 amerikanische Black Hawk-Hubschrauber abgeschossen. Die Fernsehbilder eines toten US-Piloten, der von einer aufgebrachten Menge durch die Straßen von Mogadischu geschleift wurde, haben sich in die amerikanische Psyche eingebrannt. Deshalb überlässt die US-Regierung den aktiven Kampf lieber den Afrikanern selbst. Sie sind hier, weil sie in diesen Stellvertreterkriegen für die notwendige Ausbildung sorgen sollen. Und wohl auch für die Waffen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. In erster Linie sind wir hier wegen Al-Qaida. Es ist ja bekannt, dass sie vor Afghanistan im Sudan aktiv war. Und danach auch im Irak und Pakistan. Nachdem der Druck dort größer geworden ist, hat die Al-Qaida in Jemen und Somalia Unterschlupf gefunden. Die beiden Regierungen haben ja allerhand mit Extremismus zu tun. Somalia gilt inzwischen international als ein gescheiterter Staat. Wir sind besorgt, dass das Land zunehmend zum Rückzugsgebiet für radikale Gruppierungen wird. Ich begleite Sergeant Wayne Tigardin auf einer Tour in einige Dörfer an der somalischen Grenze. Tigardin und sein Team haben die Aufgabe, Entwicklungshilfeprojekte in Djibouti durchzuführen. Es ist ein kleines, armes Land mit rund 800.000 Einwohnern. Die Haupteinnahmequelle ist die Pacht, die die Amerikaner und Franzosen für ihre Stützpunkte bezahlen. Die Amerikaner sind hier sehr willkommen und haben absolute Bewegungsfreiheit. Erster Halt, Aliyun.
Offiziell ein Dorf, aber nichts weiter als eine Ansammlung einiger Lehmhütten. Zur Begrüßung beschenkt Sergeant Tigardin den Dorfältesten mit Kisten voller Schulmaterialien. Natürlich mit dem Hinweis, dass die Scheren keinesfalls in die Hände von Kleinkindern fallen sollten. Tigardin erkundigt sich nach den Bedürfnissen der Dörfler. Die Soldaten streicheln Ziegen und machen Smalltalk. Was sich hier abspielt, ist die Bilderbuchumsetzung von Teilen der neuen Afrikapolitik Amerikas. Die sogenannte, ja, das hat einen Grund in der Vergangenheit, die vielen hier noch sehr im Bewusstsein ist. 1993 wurden beim UN-Einsatz in Somalia zwei amerikanische Black Hawk-Hubschrauber abgeschossen. Die Fernsehbilder eines toten US-Piloten, der von einer aufgebrachten Menge durch die Straßen von Mogadischu geschleift wurde, haben sich in die amerikanische Psyche eingebrannt. Deshalb überlässt die US-Regierung den aktiven Kampf lieber den Afrikanern selbst. Sie sind hier, weil sie in diesen Stellvertreterkriegen für die notwendige Ausbildung sorgen sollen. Und wohl auch für die Waffen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. In erster Linie sind wir hier wegen Al-Qaida. Es ist ja bekannt, dass sie vor Afghanistan im Sudan aktiv war und danach auch im Irak und Pakistan. Nachdem der Druck dort größer geworden ist, hat die Al-Qaida in Jemen und Somalia Unterschlupf gefunden. Die beiden Regierungen haben ja allerhand mit Extremismus zu tun. Somalia gilt inzwischen international als ein gescheiterter Staat. Wir sind besorgt, dass das Land zunehmend zum Rückzugsgebiet für radikale Gruppierungen wird. Ich begleite Sergeant Wayne Tigardin auf einer Tour in einige Dörfer an der somalischen Grenze. Tigardin und sein Team haben die Aufgabe, Entwicklungshilfeprojekte in Djibouti durchzuführen. Es ist ein kleines, armes Land mit rund 800.000 Einwohnern. Die Haupteinnahmequelle ist die Pacht, die die Amerikaner und Franzosen für ihre Stützpunkte bezahlen. Die Amerikaner sind hier sehr willkommen und haben absolute Bewegungsfreiheit. Erster Halt, Aliyun. Offiziell ein Dorf, aber nichts weiter als eine Ansammlung einiger Lehmhütten. Zur Begrüßung beschenkt Sergeant Tigardin den Dorfältesten mit Kisten voller Schulmaterialien. Natürlich mit dem Hinweis, dass die Scheren keinesfalls in die Hände von Kleinkindern fallen sollten. Tigardin erkundigt sich nach den Bedürfnissen der Dörfler. Die Soldaten streicheln Ziegen und machen Smalltalk. Was sich hier abspielt, ist die Bilderbuge gemacht, mich von zweien seiner Männer begleiten zu lassen. Filmen darf ich die beiden nicht. Auf dem Markt gibt es nur Obst, Gemüse und Fleisch. Es fehlen Getreide und Hülsenfrüchte. Wegen des Bürgerkriegs kann beides schlecht angebaut werden, weil sie größere Anbauflächen und Wasser benötigen. Laut Vereinten Nationen leiden etwa die Hälfte der knapp 10 Millionen Somalier an Hunger. Wie in vielen Entwicklungsländern werden auch hier alle auf dem Land produzierten Güter zum Verkauf in die Großstädte gebracht. Es gibt hier gleich nebenan auch einen Waffenmarkt. Aber den darf ich nicht führen. Hier kann man problemlos Kalaschnikows für 100 bis 400 Dollar kaufen. Außerdem im Angebot Granaten, Raketenwerfer, kugelsichere Westen, Helme, Munition und Militäruniformen aus aller Herren Länder. Außerhalb des Marktviertels gleicht Mogadischu einer Geisterstadt. Seit über 19 Jahren herrscht Bürgerkrieg. Und er hat überall seine Spuren hinterlassen. Längs der großen Straßen stehen nur zerschossene Häuser.
Hunderttausende Bewohner haben die Stadt verlassen. Geblieben sind die Armen und die Schwachen. Hinzugekommen sind jene, die auf dem Land alles verloren haben, erzählt mir der Journalist Ajuz Sanura. Das hier war das Hotel Europa, eines der besten Hotels in Somalia. Menschen aus aller Welt wohnten hier. Geschäftsleute, Touristen und so weiter. Das Viertel Cengane da vorne war ein Paradies. Und heute? Nach 91 zerstört? Ja, nach 1991. Sie können sich nicht vorstellen, wie wunderschön diese Gegend früher war. Da drüben war übrigens die Bank von Somalia. Heute bietet die Ruine Flüchtlingen aus den umliegenden Dörfern Unterschlupf. Wegen des Krieges können sie ihre Felder nicht bearbeiten. Da sie kein Geld haben, um in die Nachbarländer zu flüchten, kommen sie hierher und hoffen, dass sie in der Großstadt zumindest nicht verhungern. Diese junge Frau erzählt uns, dass sie vor 2 Monaten mit ihrem Mann und den 3 Kindern gekommen ist. Sie leben von dem, was ihr Mann als Gelegenheitsarbeiter im Hafen verdient, und den Lebensmitteln, die die Regierung sporadisch verteilt. Mehr will sie nicht sagen. Warum auch? Wir kämen her, machten unsere Bilder und gingen wieder, aber ihre Probleme blieben. Unmittelbar in der Nähe, direkt am Meer. Dollar kaufen. Außerdem im Angebot Granaten, Raketenwerfer, kugelsichere Westen, Helme, Munition und Militäruniformen aus aller Herren Länder. Außerhalb des Marktviertels gleicht Mogadischu einer Geisterstadt. Seit über 19 Jahren herrscht Bürgerkrieg. Und er hat überall seine Spuren hinterlassen. Längs der großen Straßen stehen nur zerschossene Häuser. Hunderttausende Bewohner haben die Stadt verlassen. Geblieben sind die Armen und die Schwachen. Hinzugekommen sind jene, die auf dem Land alles verloren haben, erzählt mir der Journalist Ajuz Sanura. Das hier war das Hotel Europa, eines der besten Hotels in Somalia. Menschen aus aller Welt wohnten hier. Geschäftsleute, Touristen und so weiter. Das Viertel Cengane da vorne war ein Paradies. Und heute? Nach 91 zerstört? Ja, nach 1991. Sie können sich nicht vorstellen, wie wunderschön diese Gegend früher war. Da drüben war übrigens die Bank von Somalia. Heute bietet die Ruine Flüchtlingen aus den umliegenden Dörfern Unterschlupf. Wegen des Krieges können sie ihre Felder nicht bearbeiten. Da sie kein Geld haben, um in die Nachbarländer zu flüchten, kommen sie hierher und hoffen, dass sie in der Großstadt zumindest nicht verhungern. Diese junge Frau erzählt uns, dass sie vor 2 Monaten mit ihrem Mann und den 3 Kindern gekommen ist. Sie leben von dem, was ihr Mann als Gelegenheitsarbeiter im Hafen verdient, und den Lebensmitteln, die die Regierung sporadisch verteilt. Mehr will sie nicht sagen. Warum auch? Wir kämen her, machten unsere Bilder und gingen wieder, aber ihre Probleme blieben. Unmittelbar in der Nähe, direkt am Meer. Einige junge Männer haben 3 Seeschildkröten gefangen, die zum Eierlegen an den Strand gekommen waren. Ihr Angebot, $60 pro Tier, lehne ich dankend ab. Die Schildkröten werden sie am nächsten Tag schlachten. Davor aber müssen die Tiere weiterleiden. Viele Somalier, vor allem die Flüchtlinge, sind abhängig von den Getreidelieferungen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Im Minutentakt bringen Kleinbusse neue Flüchtlinge. Unter ihnen sind oft auch Kämpfer der Al-Shabaab, die versuchen, in diesen Stadtteil zu gelangen.
Plötzlich stoppen die Soldaten die Durchsuchung. Zwei von ihnen steigen in unser Auto und befehlen uns, dem Polizeiwagen zu folgen. Als wir schließlich am Hauptquartier ankommen, erfahre ich, dass wir zur Abschlussfeier der Polizeischule eingeladen sind. Der ganze Polizei- und Militärstab Somalias ist anwesend. Jeder, der Rang und Namen hat, darf ans Mikrofon. Der Oberbefehlshaber der Regierungstruppen, General Magdi Bashir, lobt die Polizei für ihren Einsatz, um Ruhe und Ordnung auf die Straßen von Mogadischu zu bringen. Die Stimmung ist heiter und aufgekratzt. Die Polizeikapelle spielt ein Ständchen. Anschließend werde ich dazu eingeladen, das größte Polizeirevier Mogadischus zu besichtigen. Ausnahmsweise darf ich die Gefängniszellen im Innenhof filmen und sogar mit einem Gefangenen sprechen. Der 17-jährige Junge erzählt, er stamme aus dem nahegelegenen Dorf Gira. Dort hätten Führer der extremistischen Al-Shabaab ihn gedrängt, sich dem Kampf gegen die Ungläubigen anzuschließen. Direkt nach seiner Ankunft in Mogadischu wurde er festgenommen. Wiederholt bittet er um Verzeihung, das Ganze tue ihm sehr leid. Seit 2 Wochen sitzt er völlig isoliert in dieser verdreckten Zelle. Mohamed Al-Bari ist der Polizeichef von Mogadischu. Wir sind für die Sicherheit in Mogadischu verantwortlich. Aber die Sicherheit ist auch unser größtes Problem. Sie sehen doch, wie die Lage ist. Wir werden täglich von der Al-Shabaab angegriffen. Wir müssen nicht nur uns schützen, sondern auch für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Außerdem haben wir es auch noch mit vielen Kriminellen zu tun. Uns fehlt es an allen Ecken und Enden. Wir sind einfach unterbesetzt. Wir geben unser Bestes und ich hoffe, dass es irgendwann mal besser wird. Wenn überhaupt etwas von einem normalen Leben in Somalia übrig geblieben ist, dann auf dem Markt, direkt neben dem Polizeirevier. Für mich ist dieser Rundgang nur in Begleitung meiner Leibwächter möglich. Und der Polizeichef hat mir die Auflage gemacht, mich von zweien seiner Männer. Seit 2 Wochen sitzt er völlig isoliert in dieser verdreckten Zelle. Mohamed Al-Bari ist der Polizeichef von Mogadischu. Wir sind für die Sicherheit in Mogadischu verantwortlich. Aber die Sicherheit ist auch unser größtes Problem. Sie sehen doch, wie die Lage ist. Wir werden täglich von der Al-Shabaab angegriffen. Wir müssen nicht nur uns schützen, sondern auch für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Außerdem haben wir es auch noch mit vielen Kriminellen zu tun. Uns fehlt es an allen Ecken und Enden. Wir sind einfach unterbesetzt. Wir geben unser Bestes und ich hoffe, dass es irgendwann mal besser wird. Wenn überhaupt etwas von einem normalen Leben in Somalia übrig geblieben ist, dann auf dem Markt, direkt neben dem Polizeirevier. Für mich ist dieser Rundgang nur in Begleitung meiner Leibwächter möglich. Und der Polizeichef hat mir die Auflage gemacht, mich von zweien seiner Männer begleiten zu lassen. Filmen darf ich die beiden nicht. Auf dem Markt gibt es nur Obst, Gemüse und Fleisch. Es fehlen Getreide und Hülsenfrüchte. Wegen des Bürgerkriegs kann beides schlecht angebaut werden, weil sie größere Anbauflächen und Wasser benötigen. Laut Vereinten Nationen leiden etwa die Hälfte der knapp 10 Millionen Somalier an Hunger. Wie in vielen Entwicklungsländern werden auch hier alle auf dem Land produzierten Güter zum Verkauf in die Großstädte gebracht. Es gibt hier gleich nebenan auch einen Waffenmarkt. Aber den darf ich nicht führen. Hier kann man problemlos Kalaschnikows für 100 bis 400 Dollar kaufen. Außerdem im Angebot Granaten, Raketenwerfer, kugelsichere Westen, Helme, Munition und Militäruniformen aus aller Herren Länder.
Außerhalb des Marktviertels gleicht Mogadischu einer Geisterstadt. Seit über 19 Jahren herrscht Bürgerkrieg. Und er hat überall seine Spuren hinterlassen. Längs der großen Straßen stehen nur zerschossene Häuser. Hunderttausende Bewohner haben die Stadt verlassen. Geblieben sind die Armen und die Schwachen. Hinzugekommen sind jene, die auf dem Land alles verloren haben, erzählt mir der Journalist Ajus Sanura. Das hier war das Hotel Europa. Eines der besten Hotels in Somalia. Menschen aus aller Welt wohnten hier. Geschäftsleute, Touristen und so weiter. Das Viertel Chingane da vorne war ein Paradies. Für ihre Stützpunkte bezahlen. Die Amerikaner sind hier sehr willkommen und haben absolute Bewegungsfreiheit. Erster Halt, Aliyun. Offiziell ein Dorf, aber nichts weiter als eine Ansammlung einiger Lehmhütten. Zur Begrüßung beschenkt Sergeant Tigadin den Dorfältesten mit Kisten voller Schulmaterialien. Natürlich mit dem Hinweis, dass die Scheren keinesfalls in die Hände von Kleinkindern fallen sollten. Tigadin erkundigt sich nach den Bedürfnissen der Dörfler. Die Soldaten streicheln Ziegen und machen Smalltalk. Was sich hier abspielt, ist die Bilderbuchumsetzung von Teilen der neuen Afrika-Politik Amerikas. Die sogenannte Hearts and Minds-Strategie. Die Menschen sollen durch Gesten der Wohltätigkeit für den Antiterrorkampf gewonnen werden. Auf dem Weg zum nächsten Dorf erzählt Tigadin, sein Team soll nur den Menschen helfen. In Wirklichkeit geht es aber auch um etwas anderes. Kaum in Gal angekommen, wird der US-Sergeant vom Dorfältesten informiert, dass in der letzten Nacht mehrere bewaffnete Somalier in der Gegend gesehen wurden. Dann bittet der alte Mann um Geld. Seine Frau liegt schwer krank in einer Klinik in Djibouti und er kann ihre Behandlung nicht bezahlen. Tigadin verspricht sofort Hilfe. Als die Soldaten die Kisten mit Schulmaterial heranschleppen, lockt allein der Anblick Scharen von Kindern in den Hof. Sie müssen sich mit neuen Freundschaften zufrieden geben. Der Dorfälteste ist heute nicht in der Stimmung, die Geschenke zu verteilen. Amerika tut Gutes und sammelt damit nebenbei wertvolle Informationen über die Feindlage. So ist es auch am späten Nachmittag in Duda, dem sechsten Halt unserer Dorftour. Diesmal wird der 80-jährige Dorfälteste mit einem neuen Bett beschenkt. Tigadin informiert den alten Mann, dass er in den nächsten Tagen zum Militärkrankenhaus gebracht würde, um seinen grauen Star operieren zu lassen. Sie sagen uns, wie es ihnen geht, wie die Zustände in ihrem Dorf sind, ob sie genug